Über die diesjährigen Parlamentswahlen in Spanien und Griechenland gab es bereits Videos und auch über die Bürgerschaftswahl in Bremen und die Europawahl in der EU habe ich schon etwas berichtet. In diesem Video heute soll es um ein Land gehen, in dem 2019 ebenfalls Parlamentswahlen stattfinden werden, und zwar soll es um Portugal gehen. Und da es zu Portugal doch einiges zu sagen gibt und ich fürchte, dass es in einem Video sehr, sehr lang werden würde, will ich es dieses Mal so handhaben bei Portugal, dass ich zwei Videos daraus machen werde. In diesem ersten Video heute soll es um die Regierungsbildung von 2015 gehen, denn das war eine doch relativ spannende Angelegenheit gewesen und ich möchte euch die Parteienlandschaft, zumindest die großen Parteien in Portugal, wie sie sich Stand 10.04.2019 ergeben, vorstellen. Im zweiten Teil dieser beiden Videos soll es dann um den aktuellen Stand der Umfragewerte gehen und dieses Video wird, wenn alles gut gehen wird, am Sonntag erscheinen. Und dies vorangestellt, können wir jetzt also mit den Themen dieses Videos beginnen und da können wir zunächst einmal auf das Wahlergebnis von 2015 blicken und da kann ich zunächst einmal etwas zu den Parteien bzw. Parteienbündnissen, die wir hier sehen, sagen. Und das sind alles Parteien bzw. Parteienbündnisse, die 2019 auch noch existieren, sodass man also sehr stark davon ausgehen kann, dass diese Parteien und Parteienbündnisse sich auch am 6. Oktober 2019 zur Wahl stellen werden. Schauen wir zunächst einmal auf dieses Wahlbündnis, dieses Parteienbündnis, das sich CDU nennt. Da Portugiesisch von den vier großen romanischen Sprachen diejenige ist, die ich am wenigsten beherrsche, ist es vermutlich so, dass ich die Namen nicht korrekt aussprechen werde. Deswegen werde ich mich in der Regel in diesem Video versuchen zu beschränken, eben nur die Abkürzung zu nennen und dann und wann vielleicht auch mal eine griechische Abkürzung oder einen Namen zu bezeichnen. Die CDU, das steht für Coligação Democrática Unitária und ist ein Parteienbündnis, das unter anderem aus den Kommunisten besteht. Die Kommunistische Partei Portugals ist PCP, beziehungsweise wird PCP abgekürzt, und neben der PCP befinden sich auch noch die Grünen, PEV, und eine linke Partei mit der Abkürzung ID in diesem Parteienbündnis. In diesem Parteienbündnis sind die Kommunisten im Grunde die Tonangebenden, zumindest von ihrer Stärke. Die Grünen sind da am zweitstärksten. Und die kleine linke Partei ID ist da also, wie ich eben schon angedeutet habe, klein und deswegen in dem Bündnis also vermutlich eher mal das schwächste Glied. Von den Positionen muss ich eigentlich nicht so viel sagen, wenn ich sage, dass Kommunisten und Grüne in diesem Bündnis sind. Insofern könnt ihr euch denken, für welche politischen Punkte sie sich einsetzen. Insofern kann ich auch gleich hier zur nächsten Gruppierung bzw. zur nächsten Partei weitergehen. Das ist der BE bzw. der Bloco de Esquerda, ein Linksbündnis, also eine politische Partei, die auch dem linken Spektrum angehört, die für den demokratischen Sozialismus, Ökosozialismus und EU-Skeptizismus auch steht. Und diese Partei hatte bei der letzten Parlamentswahl in Portugal die drittmeisten Stimmen erhalten mit 10,19%. Dann haben wir die Partei des aktuellen Premierministers in Portugal. Der aktuelle Premierminister ist António Costa und dessen Partei ist der Partido Socialista. Oder eben auf Deutsch könnte man sagen, die Sozialisten. Allerdings muss man bei dieser Bezeichnung vorsichtig sein. Das gilt ja zum Beispiel auch für Spanien oder auch für Frankreich. Diese Bezeichnung Socialista bzw. sozialistisch verweist jetzt nicht unbedingt darauf, dass die Partei grundlegend sozialistisches Gedankengut hegt. Vielmehr sind diese Attribute in West- und Südeuropa eben in ihrer Geschichte entstanden. Die Parteien waren mal sozialistisch, haben sich gewandelt und der PS steht in Portugal eigentlich im Wesentlichen für sozialdemokratische Punkte und ist proeuropäisch eingestellt. Wir haben dann hier als nächstes eine Partei, die mit einem Abgeordneten im Parlament vertreten ist, PAN, Paisaos, Animais und Natureza, also Menschen, Tiere und ja, im Grunde die Natur, die Umwelt. Das ist eine Partei, die grüne Politik betreibt, die sich für Tierrechte einsetzt, pazifistische oder beziehungsweise pazifistischer Prägung ist und die es seit 2015 mit einem Abgeordneten ins Parlament geschafft hat. Und dann haben wir hier zwei Parteien, die sich bei der letzten Wahl zu einem Bündnis zusammengetan haben, nämlich der PSD und der CDSPP, die zusammen angetreten sind als PAF, Portugal à Frente, sowas in der Übersetzung wie Vorwärts Portugal.
Und da haben sich zum einen die Liberal-Konservativen und Christdemokraten der PSD zusammengetan mit der CDSPP. Das ist eine ebenfalls christdemokratisch-konservative Partei, die aber von der politischen Einordnung noch etwas konservativer als der PSD eben einzustufen ist. Es gibt da eben mehr national-konservative Tendenzen in der Partei. Deswegen also ist der CDSPP weiter rechts als der PSD einzuordnen. Zusammen hat man 107 Sitze erzielen können. Wer sich jetzt wundert, warum das so merkwürdig hier angegeben ist als 102 plus 5 und hier unten eben als eine irgendwie schier merkwürdig vorkommende Summierung, dem sei gesagt, dass Portugal Afrente auf dem Festland angetreten ist in Portugal, aber auf den Inseln und Inselgruppen Madeira und den Azoren waren der PSD und der CDSPP getrennt aufgetreten und wählbar, und deswegen gab es 102 Sitze, die man als Bündnis auf dem Festland Portugals erzielt hat, und 5 Abgeordnete kommen noch vom PSD dazu, die auf den Azoren und auf Madeira gewonnen worden sind. Und so erklären sich dann auch die Prozentwerte. 36,86% gab es auf dem Festland Portugal, 1,50% für den PSD auf den Inseln und 0,14% für den CDSPP auf den Inseln. Wenn man sich das jetzt einmal so anschaut und auch bedenkt, was ich gesagt habe, wer für welche Politik steht, und dann mal blickt, wie sind denn die Mehrheitsverhältnisse, dann kann man sehen, dass dieses Wahlbündnis Portugal Afrente die absolute Mehrheit verfehlt hat. Bei der letzten Wahl 2015 musste man doch deutliche Verluste hinnehmen. Man hat zusammen weniger erzielt als der PSD alleine 2011. Und letztendlich ist dann die absolute Mehrheit verschwunden. Dieses Bündnis PSD, CDSPP hatte keine absolute Mehrheit mehr im Parlament gehabt. Und da stellte sich natürlich dann die Frage nach der letzten Wahl, wie kann dann eine neue Regierung gebildet werden? Und das hat dann ein bisschen gedauert nach der letzten Wahl. Die Regierung wurde nämlich erst im November 2015 vereidigt. Also es hatte 4 Monate gedauert, bis es zu einer neuen Regierung kam. Und der Ablauf sah im Wesentlichen wie folgt aus. Der Premierminister 2015 hieß Pedro Passos Coelho und gehört hier dem PSD an. Und er wollte natürlich als Anführer der stärksten Fraktion auch weiterhin Premierminister bleiben. Und auch der Staatspräsident Aníbal Cavaco Silva, der auch von den Konservativen stammt, hat zunächst einmal Coelho damit beauftragt, eine Regierung zu bilden. Jetzt kann man sich natürlich ausdenken, mit wem dieses Bündnis wohl am ehesten zusammenarbeiten wollte, nämlich hier mit den Sozialdemokraten, denn mit den linken Parteien wollte man nicht in ein Bündnis gehen, und demzufolge war eigentlich nur so eine Art große Koalition die Möglichkeit, mit der man eine absolute Mehrheit mit einem Ministerpräsidenten bzw. Premierminister eben von Portugal Afrente bzw. dem PSD haben konnte. Auf der anderen Seite war es so, dass die beiden linken Gruppierungen und Parteien CDU und BE den Sozialdemokraten signalisiert haben, dass sie eine Regierung gerne mit der PS bilden wollten und eben einen Ministerpräsident bzw. Premierminister aus den Reihen der PS unterstützen würden. Und somit hatte jetzt der PS im Grunde zwei Machtoptionen. Entweder man bildet eben ein linkes Bündnis, eine linke Koalition, oder man geht als Juniorpartner in eine von der PSD geführten Regierung bzw. von PAF geführten Regierung. Die Gespräche zwischen Portugal Afrente und den Sozialdemokraten verliefen im Sand. Es kam also zu keiner Einigung. Am 22. Oktober 2015 hat der Staatspräsident Cavaco, obwohl die erste Verhandlungsrunde gescheitert ist, erneut den PAF beauftragt, eine Regierung zu bilden. Und das hat dann dazu geführt, dass die linken Parteien und die Sozialdemokraten sich darauf geeinigt haben, ein Misstrauensvotum durchzusetzen gegen den bis dahin noch amtierenden Premierminister Passos Coelho. Und dieses Misstrauensvotum war dann auch erfolgreich gewesen. Mit 123 Stimmen von diesen 230 im Abgeordnetenhaus wurde dann Coelho am 10. November 2015 als Premierminister abgelöst. Und damit gab es also jetzt gar keinen Premierminister mehr in Portugal. Und damit wollte man den Staatspräsidenten eben dazu bringen, endlich die Sozialdemokraten damit zu beauftragen,
eine Regierung zu bilden. Das hatte der Staatspräsident bis dahin nicht gemacht. Und in der Zwischenzeit haben die Sozialdemokraten und auch die linken Parteien hier angekündigt, eine Minderheitsregierung der PAF nicht zu tolerieren, also nicht zu unterstützen. Insofern blieb dem Staatspräsidenten mehr oder weniger nicht ganz so viel übrig, wenn er denn nochmal eine stabile Regierung mit diesem Wahlergebnis haben wollte, als eben zu Antonio Costa zu gehen, dem Parteichef der Sozialdemokraten, und ihn mit einer Regierungsbildung zu beauftragen. Allerdings hat er mehrere Bedingungen gesetzt, als er dann am 23. November 2015 eben zu Costa gegangen ist. Und zwar hat der Staatspräsident gesagt, er werde Costa nur zum Premierminister machen, wenn er eine Minderheitsregierung anführen wird, wenn er also keine Koalition bildet mit BE und CDU und wenn er dazu bereit ist, auch die gesamte Legislaturperiode einer Minderheitsregierung vorzustehen. Also was der Staatspräsident vermeiden wollte, ist, dass dann irgendwie nach ein paar Monaten doch noch eine Koalition hier aus diesen linken Parteien gebildet wird. Und man kann das ja auch verstehen, Kavaku, der Staatspräsident, gehört eben dem Mitte-Rechts-Bündnis an, beziehungsweise stammt aus einer Mitte-Rechts-Partei, nämlich aus dem PSD. Und der hat natürlich gar kein Interesse daran, ein stark links geführtes Regierungsbündnis hier auch noch vereidigen zu müssen. Zugleich gab es noch andere Punkte, die zu Bedingungen gemacht worden sind, zum Beispiel, dass man der NATO treu bleibt und nicht aus der NATO austritt. Das sind ja Punkte, die zum Beispiel hier von den Kommunisten vertreten wird. Und letztendlich einigte man sich darauf und einen Tag später, am 24. November 2015, wurde dann Antonio Costa zum neuen Premierminister von Portugal ernannt. Und am 26. November 2015 wurde dann diese neue Regierung auch offiziell vereidigt. Seitdem hat sich ein bisschen was noch getan im Parlament. Dieses Portugal à Frente, dieses Bündnis, wurde dann schon relativ bald, nämlich offiziell im Dezember 2015 aufgelöst. Es hat ja nicht gereicht, um weiterhin eben den Premierminister zu stellen. Deswegen also hat man jetzt seitdem wieder den PSD als Einzelpartei und den CDS-PP als Einzelpartei im Parlament sitzen mit 89 bzw. respektive 18 Parlamentariern. Und im Laufe der Legislaturperiode ist ein Parlamentarier, also ein Abgeordneter von den Sozialdemokraten, ausgestiegen und ist jetzt als Unabhängiger im Parlament vertreten. So viel also mal, was sich so seit 2015 getan hat. Ich hatte ja am Anfang gesagt, wir schauen ja auch auf die aktuelle Parteienlandschaft. Ich habe über den CDU gesprochen, über BE, PS, PAN, PSD und CDS-PP. Jetzt gibt es noch eine politische Kraft, die an dieser Stelle noch genannt werden kann oder genannt werden sollte, die nämlich Möglichkeiten hat, nach der nächsten Parlamentswahl mit Sitzen versehen zu werden. Das ist eine Partei, die mit A abgekürzt wird, Alianza. Diese Partei wurde von einem früheren Premierminister gegründet, nämlich Pedro Santana Lopes. Die Partei wurde 2018 gegründet, am 23. Oktober. Und Pedro Santana Lopes gehörte dem PSD an und war zwischen dem 17. Juli 2004 und dem 12. März 2005 Premierminister von Portugal gewesen. Seine Partei Alianza steht für Ökoliberalismus, sie ist auch dem konservativen Spektrum zuzuordnen und es ist durchaus dann spannend zu sehen oder bleibt spannend abzuwarten, ob er mit seiner Partei auch Sitze erzielen kann und auf wessen Kosten das eigentlich geht. Naheliegend wäre es ja, dass damit zum Beispiel der PSD geschwächt wird, der ja eben im gleichen Spektrum zu Hause ist. Aber man wird mal sehen, was dann in Richtung Wahltag passieren wird. Damit bin ich jetzt im Grunde am Ende von diesem Video angelangt. Vielleicht sage ich aber doch noch, was ich hier auf diesem Zettel noch nebenbei unter anderem noch stehen habe zu Pedro Santana Lopes. Ich habe es mir aufgeschrieben. Pedro Santana Lopes war 2001 zum Oberbürgermeister von Lissabon geworden und er war in den 90er Jahren Präsident eines Fußballclubs gewesen und das ist kein ganz so unbekannter, zumindest wenn man den portugiesischen Fußball verfolgt und auch mal in die europäischen Clubwettbewerbe, denn Pedro Santana Lopes war mal Präsident von Sporting Lissabon. Das soll es jetzt aber zu diesem Video gewesen sein. Wie dann die aktuellen Umfrageergebnisse aussehen, das werden wir uns dann im nächsten Video anschauen. Und wenn alles gut gehen wird, wird das dann am Sonntag erscheinen.